Nach dem Unfalltod des Vorstands- und Verwaltungsratsvorsitzenden Christophe de Margerie hat der französische Ölkonzern Total auf einer außerordentlichen Verwaltungsratssitzung zwei Nachfolger bestimmt. Verwaltungsratschef wird Thierry Desmarais, Vorstandsvorsitzender Patrick Pouyanné. Eine Übergangslösung, denn der 68-jährige Desmarais erreicht im Dezember nächsten Jahres die bei Total geltende Altersgrenze. Pouyanné, 51 Jahre alt, ist seit 17 Jahren bei Total. Das Unternehmen gehört mit knapp 190 Milliarden Euro Umsatz zu den 6 größten Mineralölunternehmen der Welt. Die Firma produziert 2,3 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag und machte 2013 8,4 Milliarden Euro Gewinn. Total hat rund 110.000 Mitarbeiter in 130 Ländern. Desmarais war am Montag in Moskau gestorben. Durch seinen Tod verliere Russland eine wichtige Verbindung zur politischen und wirtschaftlichen Elite Europas, so die staatliche Stimme Russlands.